Herzlich willkommen zum neuen Samstags-Let's Play. Heute spielen wir Osterlilly. Ostern ist zwar schon vorbei, aber das ist mir egal. Wer sich freut und Eier hatte, der kann das ganze Jahr über Ostern feiern. So. Oha. So, da haben wir Schemolilly. Schemolilly bekommt erstmal eine Perücke verpasst. Offenbar müssen wir in diesem kleinen Browser-Game ein bisschen unsere Lilly schick machen. So, Lilly bekommt erstmal eine Frisur. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte ja da unten direkt eine machen, aber das geht leider nicht. Kann man die auch übereinander machen? Geil, man kann ja mehrere machen. Ja, supi. Da kriege ich sie erstmal voll in den Strubbelkopf. Dann sieht sie aber ein bisschen bitchy aus, aber das macht nichts. Mach hier so einen Bob drüber. Dann kriegt sie da noch was. Boah, die Lilly. Jetzt sieht sie nicht mehr aus wie Schemolilly, sondern so wie Strichlilly. Und natürlich in schwarz. Nein, besser. In lila, genau. Und noch eine lila Strähne, so. Nee, das ist ja schon wieder blöd. Machen wir die weiß. Nein. Was hat die denn überhaupt für eine Farbe? Genau, sowas. Ja, schick Lilly, sehr schick Lilly. Gut, weiter geht's mit Lilly schneiden. Also, was ist das denn? Auch ich finde, die Lilly sieht so eigentlich schon ganz gut aus. Braucht nicht mehr anziehen. Aber die hat einen scheiß Friese, oder? Na, na Quatsch. Erstmal Accessoires. Was kann man ihr denn hier ins Haar tun? Müll? Das sieht aus wie Müll. Ach, das sind... Jetzt sieht es aus, als wäre sie irgendwo aus dem Busch geklettert, oder wie? Der Wachsen... Ah, ich verstehe schon. Der Wachsen Haare. Ne, Äste unter den Armen. Okay, Lilly. Sehr schöne Lilly. Schöne Lilly. Du bist eine schöne Lilly. Plus noch eine Nerdy-Brille. Ja, nein. Noch ein Häschen. Um Gottes Willen. Jetzt kriege ich aber den Overflow, oder? Ach, einen Hintergrund kann man hier wählen. Dann wählen wir natürlich... Ja, wer möchte so einer Lilly nicht im Wald begegnen, liebe Zuschauer? Was ist das denn? Rot? Was hat sie gemacht? Im Blut gebadet. Im Blut gewühlt. Sie hat gerade noch bei ihrem Metzgeronkel gearbeitet und das Fleisch in der Bütt gemengt. Oh, ich sehe gerade, dass hier der Dings ein bisschen abgeschnitten ist. Ihr könnt es ganz unten nicht sehen, aber das macht nichts, da steht nicht viel mehr. Ich kann mal gerade noch ein bisschen nach unten rücken. So. Naja, es macht auch nicht so viel aus. Na, wie dem auch sei, was soll's. So viel gibt's ja nicht zu verpassen. Was haben wir denn hier? Was bekommt sie noch? So eine Hula-Hoop-Kette hier? Hula-Hoop, so eine Aloha-Kette. Nein, hässlich. Achso, Moment, das war der Hintergrund. Oh, wie süß. Nein, ist das nicht. Das ist ja... Was ist das denn? Ja, komm, noch mehr in die Haare. Sie hat noch nicht genug an den Haaren. Oh ja, Baby. Schön. Hä? Was bedeutet das? Socken? Nix da, keine Socken. Was ist es? Oh. Schick, wirklich schick. Dann machen wir es doch so. So, Lilly. Hose, nix da, gibt keine Hose. So, als nächstes haben wir hier ein Kleidchen. Kleid? Nein, die Lilly kriegt kein Kleid. Nein. Was haben wir hier noch? Ah ja, genau, das hatten wir. Schuhe. Natürlich hier irgendwie so ein paar knallrote. Bam. Nee. Nackt. Also nacktfüßig sollte sie sein. Das bringt ihre natürliche Schönheit zum Ausdruck.
Eine Brille? Nein. Was für die Ohren? Hä? Was ist das denn schon wieder? Um Gottes Willen. Wenn ich so jemanden im Wald begegnen würde, dann wäre ich nicht... Da wäre ich sehr negativ überrascht, muss ich sagen. Was ist das denn? Ja, Baby, zieh eine Schürze an. Das ist eine gute Entscheidung. Aber eine gelbe Schürze. Kann ich die nicht farblich verändern? Schade. Na gut. So, Lilly. Was haben wir denn für oben rum? Mehr nicht. Das ist ja nicht so viel. Ah. Nee. Und hier? Je knapper, desto besser. Nein, 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 nein. Aber hier kann ich auch noch andere Sachen auswählen. Nix da. Nicht so schick alles. Also wenn so eine Lilly durch den Wald läuft. Nee, ich finde das schon ganz gut mit der Schürze. Schürze ist gut. So, was haben wir noch? Kleidchen, das hatten wir ausgewählt, aber das haben wir nicht genommen, weil es uns zu bieder ist. Was ist das denn? Ist das hässlich? Ja, so gefällt es mir schon direkt viel besser. Lilly. Osterlilly. Und für oben rum. Wupp, 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 wupp. Oh ja. Nee, zu züchtig. Das vielleicht. Nö, die geht so. Es ist ein warmer Sommertag. Man sieht es hier im Wald. Es ist grün. Es ist warm. Es sieht gemütlich und wohlig aus. Da kann man auch mal ruhig ein bisschen leichter bekleidet rumlaufen. Ah, Haare. Genau. Die Lili braucht noch mehr Haare. Definitiv mehr Haare. Die Lili braucht alles, was es an Haaren auf dieser Welt gibt. Sonst wäre sie keine Lili. Oh ja, Baby. Das sieht sehr schön aus. Lili, mein Gott, da wird es aber ganz schön warm unter der Hirse. Mein Gott, voll der Struwelpeter ist die Alte. So. Huch, Lili, ist hier nichts mehr. Nee, das ist nur Schmutz auf meinem Bildschirm. Oder? Es ist nur Schmutz, der nicht abgeht. Schön. Ich kann Lilly noch schminken. Ja, das ist ja großartig. Aber leider sind die Haare, die Augen von den Haaren bedeckt. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Aber die Augen, genau, die Augen können wir mal ändern. Nein, hat seltsame Augen, oder? Schwarze Augen. Oder feuerrote Augen. Oh Gott. Spooky. Da muss sie ein bisschen böse gucken. Die ist so ein bisschen verrucht, die Lili. Machen wir es erstmal so. Leute, das hier sieht aber nicht aus wie eine Nase. Aber im Ernst. Das ist doch keine Nase. Ich muss wirklich aufpassen, was ich hier sage. Obwohl das mit den Sommersprossen ja schon ganz sympathisch aussieht, aber das sieht aus wie... Nee, das kann ich nie... Kriegst du lieber einen Zinken. Irgendeinen Makel muss sie haben. Sie kann einfach nicht... Guck mal, ich kann sie bemalen. So. Ah. Gibt es das nicht in Weiß? Schade. Weiß wäre perfekt. Lili. Oh mein Gott, Lili, also wirklich, du bist... Das ist ein Kinderspiel? Ich freue mich. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. So, Lili. Ich hoffe, wir gucken jetzt nur volljährige Leute mit. So.
Aber ich mache ja eigentlich nichts. So, was ist das denn? Oh, genau. Ihr ist schon ganz schlecht von dieser ganzen Scheiße. Prima. Was haben wir noch? Ein bisschen Make-up? Was ist das hier überhaupt? Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich glaube, das kommt hier unten hin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. So ein bisschen übermüdet ist die Gute. Ach, das kommt um die Augen hin. So, Lilly. Ja, die grüne Gesichtsfarbe, so lustig es auch sein mag, die gefällt mir nicht. Lilly, das machen wir wieder weg. Ich tue dir einen Gefallen damit. Du bist lieber käseweiß. Oder so. Machen wir es so wieder. So. Das hatten wir. Jetzt kommt Wimperntusche, natürlich in Black. Hallo? Tut sich gar nichts. Und Licht. Ach, das ist kein Licht, das ist Rouge oder so. So ein bisschen kackbraun ins Gesicht. Oh nein, das ist die Lilly einmal schön. Aber die Augenbrauen würde ich trotzdem gerne noch ändern. Man kann es leider nicht sehen. Was muss die auch so viele Haare haben, ey? Komm, dafür kriegt sie grüne Augenbrauen. Das ist deine Strafe, Lilly. So. Gut, 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 gut. Die Augen, die. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. Moment, hier so. Moment. Das nehmen wir. Das müssen wir nehmen. Es bleibt uns keine andere. Diese blöde Brille. Die Brille muss definitiv weg. Huch! Tipp so auf den Mund und was kommt raus? Ein Büschel Haare. Die hat sich gerade geleckt. Also wie eine Katze so. Und dann so ein Fellknäuel. Oh Gott, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Nee, die Augen, die kann man nicht mehr gut erkennen. Deswegen müssen wir das wieder wegmachen. Das Schwarze. Ist es das gewesen? Ja, genau, das machen wir mal. Reset, bam. Ja, so ist es schon besser. Ich glaube, unsere Lilly ist fertig. Kann das sein? Die Musik ist auch grauenvoll, oder? So. Ja, ich würde sagen, Lilly ist fertig. Wenn wir Lilly, Osterlilly, so im Wald begegnen, dann aber... Warum liegt denn hier Stroh rum? Aber ich glaube, wir könnten sie noch ein kleines bisschen schmücken. Ich meine, sie ist noch nicht geschmückt genug. Ich meine, es ist Ostern, es ist Sommer, mitten im Sommer und es ist trotzdem noch Ostern. Da kann sie sich ruhig ein bisschen mehr hermachen. Oder? Sie muss sich auch nicht immer so anstellen. Die kann auch ruhig mehrere Ohrringe übereinander tragen. Kein Mensch wird sie für verrückt halten. Kein Mensch. Ah, hier ist ja noch mehr getrissen. So, Lilly. Wir wollen aber nicht zu viel von deiner natürlichen Schönheit verdecken. Das möchte ich auch mal sagen. Die wichtig. Nee. Auf keinen Fall. Nee. Nee. Wenn da so eine Alte im Wald angelaufen kommt und die wird umschwirrt von Schmetterlingen, von Insekten, dann wird ihr irgendein Pheromon an sich haben, was diese Tiere anlockt. Also vielleicht irgendwie so ein Verwesungsgeruch. Obwohl Schmetterlinge werden ja angelockt von zartem Blütenduft. Oder stell dir mal vor, die kommt durch den Wald gelaufen und trägt ein Quietscheähnchen auf dem Arm mit sich rum. Da kann die so gut aussehen, wie die will. Da würde ich aber ganz schnell Reis ausnehmen, Leute. Ach, hier schon wieder. Nee. Ich hab mich heute mal schick gemacht. Lalala. Und mir wachsen komische Dinge aus dem Kopf. Und ich hab Hasenhoben. Lahahaha. Ach, Lilly. Nee, diesen Scheiß zieh ich nicht an. Ah. Ja. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja? Oh ja. Ach, die wird nur überdeckt. Egal. So, was noch hier in Aloha-Dingen? Ja, Baby. Ja, doch, komm. Obwohl, guck mal, man kann schon gar nicht... Da will sie mir schon wieder ihre Haare geben. Noch ein Körbchen in die Hand. Und noch ein Regenschirm.
weil es nämlich regnet. Schöner Sommertag, aber egal. Und eine Tasche? Nee, damit ist es mir zu nerdig. Oh ja. Aber das Rote, das machen wir wieder weg. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass sie in irgendeinem Blutbottich gebadet hat oder gewühlt hat. Nee, was ist unsere Lili einmal schön? Noch was? Was ist das denn? Kann ich nichts mehr auswählen? Lili, Lili. Ach so, ich habe schon alles reingeschmissen in die gute Frau. Was ist das denn hier? Nee, ich mag es, wenn sie barfuß durch den Wald geht. So, das ist unsere Osterlili. Wenn ihr selber mal eure Osterlili gestalten möchtet, dann folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung und postet doch ein Bild auf meiner Facebook-Seite. Da können wir uns unsere lustigen Osterlili-Bilder austauschen.